Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3. Wir verfolgen einen Doppler, der vor uns wegrennt. Da läuft er. Der ist ziemlich langsam. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Das ist nicht dein Tag. Der wird ja wohl hoffentlich irgendwann aufgeben und uns jetzt den nicht umbringen lassen. Ich will den gar nicht umbringen. Deswegen nehme ich hier auch nur normale Schwertstreiche und keine Magie oder so. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Ich verschone dich, aber du musst mir dafür helfen. Du musst jemandes Gestalt annehmen, die von Caleb Menge. Du musst zur Tempelinsel segeln und... Was? Das mache ich nicht. Niemals. Töte mich lieber gleich und erspar mir die Folter durch Menge. Schon gut. Hör nur auf zu stehlen, sonst foltere ich dich selbst. Jetzt verschwinde. Hoho, geh. Oh, da ist ja schon wieder ein Ausrufezeichen. Schluss. Lasst ihn in Ruhe. Oh, haben wir da einen Anderling-Versteher? Ich hasse es, mich zu wiederholen. Lasst ihn. Hey, Jungs! Hier ist einer scharf auf Dresche! Zeigen wir ihm, was in Novigrad mit Mutantenfreunden passiert. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich gehe da einfach nur hin und jetzt muss ich schon wieder kämpfen. Was passiert denn hier? Und natürlich werden die sterben, weil es ja nicht nur darum geht, hier jemanden zu verdreschen, sondern ganz offensichtlich... die mit Waffen anfangen und dann geht's wieder mal um Leben und Tod. Danke, Fatgern. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätten sie mir die Ohren abgeschnitten, wie Fehler. Oder schlimmer. An eurer Stelle würde ich Novigrad verlassen. Was soll man dazu sagen? Setzen dir die Anderlinge auch zu? Mir? Nein. Dem ewigen Feuer, ja. Noch haben sie andere Sündenböcke, die sie verbrennen, aber bald werden sie euch holen kommen. Das glaube ich nicht. So weit würden sie nicht gehen. Ich war 1268 in Riva, während des Massakers. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Geralt von Riva. Passt auf euch auf. Was meinst du damit? Was soll ich tun? Das Haus nicht verlassen, den Weg freimachen, um die Menschen vorbeizulassen? Lebt wohl. Tja, jetzt haben wir Menschen umgebracht, die Elfen vielleicht auch töten wollten, zumindest gefangen hielten und schikaniert haben. Und wir haben Elfen umgebracht, die ohne Beweise einen Menschen umbringen wollte. Also wie man sieht, Geralt ist keiner von den vielen Rassisten, die hier abhängt, sondern einfach jemand, der versucht, Fairness und Gerechtigkeit zu üben. Das heißt, wer Mist baut und unfair ist, der bekommt eben ein paar drauf. Oder stirbt im schlimmsten Fall. Ganz unabhängig, ob Zwerg, Anderling, Halbling, Mensch, Elf, Monster, Doppler und so weiter. Na, guck mal, was er jetzt uns sagt. Ich brauche was gegen Bauchschmerzen. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst.
Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Also, Complete Edition, okay. Resolve the Double Problem in Novigrad. The Double Effect. Ja, also ich hätte mich auch nicht gestört, wenn er mir gar nichts gegeben hätte für den Auftrag. Wäre das halt so gewesen, was soll's. Und das nächste, der nächste Hexerauftrag. Tödliche Wonne, sprich mit der Wache. Auch nicht so weit weg. Nimm dich vor den Wachen. Ich habe immer gar keine Ahnung mehr, was das eigentliche Quest ist, weil ich es halt nicht direkt gemacht habe, nachdem ich es bekommen habe. Aber logischerweise erfahren wir immer direkt am Anfang, wenn wir dann das Quest weiterverfolgen. Aber ja, so ist die Spannung direkt wieder da. Mal schauen, worum es hier geht. Ich habe keine Ahnung. Und das zweite Mal, dass wir mit einer Wache reden müssen. Ich hoffe, es geht jetzt nicht genauso aus wie beim letzten Mal. Da mussten wir dann mit Lambert irgendwelche Menschen umbringen. Hm? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Vielen Dank. Was ist mit dem Händler hier? Also den hatten wir schon, aber vielleicht können wir was verkaufen. Willkommen, willkommen. Was hast du? Und zwar... Das ist eigentlich mit der schweren Armbrust, die ist sogar ein Tick besser, aber die können wir erst ab Stufe 18 benutzen und wir haben jetzt eine Stufe 3 Armbrust, aber ja, die behalte ich jetzt nicht, das ist egal. Bis Stufe 18 sind noch 4 Level und wir benutzen die Armbrust sowieso so gut wie nie, was soll's. Ach krass, dass sogar die Bolzen was wiegen. Guck mal an, 1,31 Kilo für die 26 Dinger, interessant. Hat schon einiges an Geld. So, Gesellenrüstung, Anfängerrüstung. Und Anfängerrüstung brauchen wir nicht. Wir haben jetzt auch zweimal Gesellen. Ja, dann kaufen wir das auch. Und hier 7-mal Gesellen und 2-mal Anfänger. Das wiegt auch was, deswegen verkaufen wir das ebenfalls. Aber wir sind nun unter 50 Kilo, nice. Ja, ich glaube, das passt dann auch so. Oh, 3,21. Ah, wir haben sogar fast wieder 5000 Kronen, nice. Bis dann. Und ja, weil ich gerade das Schmiedesymbol da sehe, können wir nicht bei so einem Schmied endlich mal die Art Dinger aus der Hose rausmachen? Damit ich diese Hose nicht mehr mit mir rumschleppen muss. Soll ich dir was? Was hast du? So, zerlegen, passt auf.
Durchdrungener Staub. Wir können ja wirklich alles zerlegen. Nice. Das kostet natürlich Geld. Zwergenschmiedwerkzeuge. Ja, wir wollen diese zwei großen Glyphen haben, deswegen werden wir sie zerlegen. Moment, was ist das? Wie heißt das Ding? Assassinenhose, okay. Ich wollte nur kurz gucken, nicht, dass es irgendwas ist, was ich generell nicht zerstören wollte. Ich wollte eigentlich nur die beiden Glyphen haben, aber was soll's. Bis dann. Gut, erledigt. Ach, Triss ist ja immer noch hier. Tut mir leid, Triss, das wird jetzt zum zweiten Mal an dir vorbeilaufen, aber ich will erstmal die anderen Sachen erledigen. Das heißt, sie wartet da jetzt schon tagelang. Merkwürdig. Also mindestens einen Tag wartet sie jetzt schon. Eine ganze Nacht auf jeden Fall. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Gott, ständiges Hin- und Hergelaufe hier. Das ist doch schon wieder ganz anders. Mit Sicherheit nicht hier auf irgendeinem so Schiff sein, das hatte ich ja schon gesagt. Irgendeine Seitengasse bei einem Freudenhaus. Hui! Schön über die Dächer, Hauptmann. Wahrscheinlich könnten wir mit ihr reden, um eine Überfahrt zu bekommen nach Skellige, aber das machen wir jetzt noch nicht, deswegen rede ich auch gar nicht mit ihr. Hier steht. Hey, sieh dir den Rumtreiber an. Gar keine üble Jacke für einen. Okay, irgendwo hier. Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Was für ein Hundeleben. Genagelte Stiefel der Wachen. Unwichtig. Barfuß? Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Hufe. Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Oh, ist das so. Ist das so eine. Wie heißen die? Diese Frauen da? Die attraktiven Frauen, die. Haben wir die schon im Bestarium stehen? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Doch, Sukubin. Die hier. Die haben. Hufe, glaube ich. Ach so, Moment, das ist wohl die falsche Richtung. Ich glaube, da sind wir auch schon auf eine gestoßen im zweiten Teil. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Du meine Güte, was für eine Missgeburt. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Ich mit dem Eigentümer des Bordells. Ach so, hier kommen wir aber nicht rein. Na gut. Hey, Hübscher.
Na, regt sich etwas Lust in deinem Mutantenherzen? Hast du von den Morden gehört? Den Wachen? Hier sterben viele. Vor Vergnügen. Du lügst, das weiß ich. Die Spuren des Mörders führen hierher. Ich lass mich von dir nicht beleidigen. Wenn du wirklich ein Fährtenleser bist, schaffst du das alleine. Leb wohl. Ich muss mich draußen umsehen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Das glaubt mir meine Frau nie im Leben. Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Muss ich jetzt wirklich noch mal raus und... Oh mein Gott, und die Tür ist verschlossen. Jetzt muss ich hier noch mal um die Ecke gehen. Ach nee. Drin. Hä? Aber als ich drin stand, ist der Kreis da nach außen gegangen. Aha. Der Geralt geht gern umsonst irgendwelche Wege. Das macht er voll gern. Hier, jetzt sieht's aus, wie nach draußen gehen würde. Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Wir können es gleich hier treiben oder nee, bei ihm. Du hast die Wahl. Ich meinte uns beide und dich. Untersuche das Bordell und die Umgebung mit Hilfe deiner Hexersinne. Aber müsst ihr euch erstmal gegenseitig aufgeilen. Was soll's sein? Vielleicht oben? Ein Stockwerk weiter oben vielleicht? Du würdest Rüffel aussehen. Wieso kann ich denn hier wieder rennen? Drauf. Knusprig. Bist du zum Vögeln hier? Du scheinst deinen Beruf nicht besonders zu mögen, was? Viele hassen das, womit sie ihr Geld verdienen. Mein Mann putzt die Fische, die im Hafen ankommen. Er kann den halben Tag baden und stinkt dann immer noch. Meine Mutter stellt Töpfe her. Ihre Hände sind so schwielig, dass man sich daran schneiden kann. Noch 10 Jahre mehr auf dem Buckel wären wie... Ach, was soll's. Aber wir müssen ja von irgendwas leben. Also, nimmst du mich oder nicht? Vielleicht ein andermal. Echt irre aussehen. Mir ist nicht wegen dem hier. Drauf. Ach, scheiße. Bleib gesund. Die Schwarzen? Redania? Hauptsache, sie bezahlen. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist, dass man auch die Stufen hochgehen soll, weil wir da unten standen, als dieser Kreis angegangen ist, aber... Es ist halt so merkwürdig, dass wir nur diesen kleinen Bereich dadurch suchen sollen. Hey, Süßer. Gefallen dir? Behalt deine Pfoten bei dir. Hey, Hübscher. Ganz ruhig. Und nicht generell das komplette Gebäude. Das ist halt merkwürdig irgendwie. Gibt's hier oben noch was? Vielleicht hier irgendwo? Okay. Bitte lass diese Tür auf sein. Immer noch nichts Rotes. Untersuche das Bordell und die Umgebung mit deinen Hexersinnen. Dann wird es wahrscheinlich schon so sein, wie ich dachte, dass es ganz unten sein muss. Da ist das halt losgegangen, dieses Quest. Aber ich finde es immer noch verwirrend, dass nur dieser kleine Kreis angezeigt wird. Ich schaue jetzt trotzdem noch mal hier, ob ich irgendwo was sehe. Merkwürdig. Ja. Das ist das beste Fistech. Mädchen aus der ganzen Stadt. Eine Familie von Zwergen und sogar ein gestreiftes Pferd aus den Ländern hinter dem Meer. Wo hast naja, du bist hübsch, aber... Bin ich hier, um mich zu vergnügen? Mindestens nicht auf diese Art und Weise. Verfickt! Tja. Was mache ich denn falsch? Habe ich irgendeinen Denkfehler? Ich fühle mich schwach.
Na, reg dich. Bis dann. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Meine Schwester hat erwähnt, dass ein Hexer in der Stadt ist. Deine Schwester hatte recht. Willst du mich? Hm? Warum arbeitest du hier? Wieso? Daran ist doch nichts Falsches. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was in 15 Jahren ist? Dann habe ich wahrscheinlich mein eigenes Bordell. Ich spare jetzt schon dafür. Pass auf dich auf. Bulgärensorte. Das sehe ich dir an. Tja, dann würde ich sagen, liken. Das war nicht der Plan. Du bist. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Und wir schauen uns den ganzen Spaß hier beim nächsten Mal noch in Ruhe an. Ja, macht's gut, euer Praxis. Tschüss.